Dieses Video wird unterstützt durch unseren Partner Fantasy Welt. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung und nutzt den passenden Link für euren nächsten Einkauf. Na, mal sehen. Wer vor der Tür? Oh, hallo Sascha. Was hast du denn da mitgebracht? Na, ich habe Nachschub für unsere TDTV Mystery Box Weihnachtsaktion mitgebracht. Na dann, viel Spaß. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge in unserer Mystery Box Reihe. Fantasy Welt. Ich bin gespannt. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und schön, dass ihr immer noch so treu einschaltet. Ja, Fantasy Welt. Oh. Das klingt nach Miniaturen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, hier steht wieder nicht drauf, ein Spieler oder zwei Spieler. Von daher lunche ich erstmal vorsichtig rein. Aber ich glaube, das klingt schon nach Miniaturen. Ja. So, wir haben einmal haben wir Pinsel mit drin. Das heißt, unsere Aufgabe ist schon klar. Wir müssen irgendwas anmalen. Was haben wir denn hier für Pinsel? Synthetik. Sagt mir jetzt aber die Firma noch gar nichts. Wir haben hier Synthetik in 2er und 0er von der Firma. Kann ich überhaupt nicht lesen. Karstin? Interessant, probieren wir aus. Und wir haben eine Box Miniaturen. SPQR Gaul Warriors. Oh, die kenne ich auch noch nicht. Beziehungsweise, doch, das müssten die, doch, na klar, das sind doch, das ist nur für SPQR umgelabelt, glaube ich. Aber das müssten die alten Germanen sein, wenn ich mich nicht irre. Okay, was ist unsere Aufgabe? Painten wir ein bisschen was, hä? Machen wir wieder so 20 Minuten und gucken mal, was wir schaffen. Und gucken uns erstmal das Ganze an. So, wir haben ein paar Bases. Wir haben hier ein paar extra Resinteile. Hier haben wir noch verschiedene Köpfe. Ach so, das ist dann quasi für die für SPQR. Okay, Schilde sind noch dabei. Hier haben wir dann die Miniaturen. Wer es abgepackt hat, die gute Mirella. Und hier haben wir eine Karte für SPQR. Also ich kenne das Spiel auch noch gar nicht, ne? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare spielen. Habt ihr schon mal SPQR gespielt? So, hier ist auf jeden Fall eine Einheitenkarte dabei. Das macht das ganze Spiel schon mal ein bisschen sympathisch. So, Typ Infanterie, Minion, Equipment, Large Shield und Sword. Wir haben noch Optionen. Mit Schleudern, Leather Armor, Chainmail Shirts, Helme. Okay, 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 da kann man noch ein bisschen was machen. Wir haben hier die Sonderregeln, Skyclad, Strange in Numbers und Wild Charge. Infantry Move 6, Range plus 1, Melee plus 2, Melee Dice 1D, Agility plus 1, Bravery plus 1, Armor plus 0 und Wounds 1. Okay, und Kosten 13 Denarii. Okay. Das heißt, wir müssen uns mal eine Mini schnell zusammenbauen und dann malen wir mal eine an. Was malen wir denn für einen Typen an? Muss ja schnell gehen. Wir haben nur 20 Minuten Zeit. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch hier einen mit einer ganz normalen Hose. Und dann nehmen wir hier so einen nackten, mit einem nackten Oberkörper. Oder nehmen wir einen mit Kettenhemd. Kettenhemd ist auch cool. Oder nur mit so einer Tunika. Nee, wir nehmen einen nackten. Also, dann haben wir nicht so viel. Dann haben wir eine Hautfarbe, dann haben wir eine Hosenfarbe, dann haben wir eine Schuhfarbe und eine Waffe. Genau, alles klar. Ich knippel jetzt mal schnell eine Mini zusammen. Und dann werden wir die mal 20 Minuten anmalen. Mal gucken, könnte recht schnell gehen. So, wieder 20 Minuten Zeit. Aber heute cheaten wir mal richtig. Denn heute arbeiten wir mit Contrastfarben. Jawollo. Dann sollte das doch recht zügig gehen. Und bei den Minis könnte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. So, ich werde jetzt weiß grundieren. Mit dem AK Primer und Mikrofiller und dann kurz trocken föhnen. Achso, jetzt wollte ich das gerade umfüllen. Wir brauchen natürlich eine Airbrush. Und ich würde sagen, wir starten 20 Minuten und los.
So, und zack. Contrast ist der Shit, oder? Guck mal, wir haben jetzt 12 Minuten gebraucht, um die Miniatur zu grundieren. Fokus bitte. Und zu bemalen. Ja, ist doch voll okay. Also gerade für so eine Massenarmee, gut, bei SBQR sind es ja immer nur ein paar Menschen, die man da braucht. Das ist ja nicht so eine Massenarmee. Aber gerade wenn man jetzt für Hail Caesar zum Beispiel so eine Massenarmee bemalen muss, dann sind Contrast Paints natürlich mega. Ne? Ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt ging. Und es sieht auch echt gut aus. Ne? Also es ist voll okay. Wir haben hier Schattierungen ordentliche drin. Von daher kann man gut machen. Ja, geil. Aufgabe erfüllt. Oh yeah, das ging fix. Contrast schon ganz cool, ne? Gerade für solche Bereiche finde ich Contrast Colors auch mega cool, ne? Auch für Fantasy-Sachen und so finde ich die Sachen echt cool. Und man kann echt schnell eine spielbare Armee auf den Tisch bringen. Und das finde ich bei den Contrast Paints eigentlich ganz geil. Ja, so, jetzt seid ihr wieder gefragt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal SPQR gespielt habt. Und wenn ja, was ihr davon haltet. Ist ja eigentlich auch mal ganz interessant, ne? Ist ja so ein Skirmisher. Ich glaube, das ist so Saga-Größe, ne? Ich glaube, so 40, 50 Minis spielt man da. Also so ein Mars-Skirmisher. Und könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet oder ob ihr dem Spiel mal eine Chance geben würdet. Die Mini packe ich wieder mit hier rein. Mit Korken, weil es festgeklebt. unter all den Antworten werden wir dem wieder den YouTube-Comment-Picker laufen lassen. Und verlosen diese Box SPQR Gaul Warriors. Ja, vielen Dank an Fantasy Welt, dass sie uns diese Box zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr jetzt bei Fantasy Welt mal einkaufen wollt, unten in der Videobeschreibung ist natürlich wie immer der Link in der Videobeschreibung. Ne? Könnt ihr gerne mal draufklicken, tut euch nicht weh, kostet euch kein extra Geld, aber würde uns sehr, sehr gut tun, denn ihr würdet den Kanal damit supporten. So, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Freude mit diesem Video. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Video hier auf diesem Kanal. Ich sage danke fürs Einschalten. Alle wichtigen Informationen findet ihr natürlich wie immer unter diesem Video. Ich sage danke und tschüss, bis bald.